Die größte Herausforderung für den Welthandel ist aus meiner Sicht der steigende Protektionismus. Der Welthandel wird für Fehlentwicklungen verantwortlich gemacht, die oft aus der Politik selbst kommen. Zum Beispiel, wenn Arbeitnehmer unter Strukturwandel leiden, hat das oft damit zu tun, dass ihnen einfach die Ausbildung fehlt, um in neuen Gebieten erfolgreich zu sein. Das sind Versäumnisse etwa der nationalen Bildungspolitik, weniger Folgen des Welthandels selber, und diese Probleme kann man auch nicht lösen durch Protektionismus, sondern eben durch Bildungsinvestitionen. Es ist wichtig, dass nicht nur die Politik, sondern auch die Bevölkerung versteht, dass Protektionismus eine Scheinlösung ist, die mehr Schaden anrichtet, als sie nützt.